Jo, willkommen zurück. Ich habe nämlich ganz vergessen, dass wir hier einerseits das Portal haben und dass hier unser Freund jetzt ja, wenn wir hier drin sind, einerseits ganz viele Geister fressen kann. Und andererseits, wenn er alle Geister gefressen hat, oder viele davon besser gesagt, dann nutzen wir alle Linsen, die wir hier finden. Als Sammellinse. Hoppla. Und bam! Woo! Haben's geschafft. Dankeschön. Toll. Es ist wieder nur eine Trüffel. Und zwar eine Blitztrüffel. So, super. Damit haben wir das hier erledigt. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir den Rest erledigt haben. Es fehlt uns noch irgendwas. Und das ist wahrscheinlich in diesem einen letzten Raum da unten. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wie komme ich da wieder hin? Da. Life Point. Life Point. So. Hier oben. Upp. So, hier haben wir die Möglichkeit, nochmal unsere Lebenspunkte aufzubessern. Oder zumindest aufzufüllen. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier unten rein? Ich glaube, das ist das Rätsels Lösung. Dieser eine einzige Raum da unten. Und den muss man ja eigentlich, wenn ich hier jetzt runtergehe und dann hier entlang flatter, eigentlich von hier aus erreichen. Aber es will nicht, weil da ist noch dieser Dingens im Weg. Aber mir fällt da gerade etwas ein. Hier unten ist ein Portal. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Nee, ist es das nicht. Da oben ist noch eine. Ist noch eine. Also eine Stelle für unseren. Ah, fuck you! Geballte Feuerpower. Da unten war noch ein Punkt, in dem ich als, wie heißt das, als Schlange durchlaufen kann. Aber die bringt mir hier nichts. Hier ist nur dieses Ding und das hatten wir schon. Da sind wir durch.
Da drüben. Da ist noch eine Stelle. Hey, Tose. Freut mich, dass du auch dabei bist. Nee. Okay, nochmal. Vielleicht habe ich hier doch nochmal irgendetwas übersehen. Nee. Nee. Oh, fuck. So, ich bin mehr als confused hier mittlerweile. Okay, das wird jetzt böse enden. Wenn ich mir das so angucke. Komm, 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 das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Schnallt sie einfach nicht. Weil ich es kann. Deswegen habe ich hier eine Katze. Wow. Ah, doofe Hexe. Frustration. Aber dafür haben wir hier gleich keine Gegner mehr. Wenigstens etwas. Ich check's einfach nicht. Es muss irgendwas hier geben. Ich meine... Ernsthaft? Wie zum Henker? Hier ist sonst auch nichts weiter eben. Nee.
keine Schalter. Einfach nichts. Ach komm. Macht den Faktor Spaß gerade eben. Kein wenig gebremster oder gedämpfter. Ach, das bringt überhaupt nicht. Sonst sehe ich hier nichts mehr. Moment mal. Wohin führt diese Tür da? Hier. Hier ist eine Tür. Zu der düsen wir mal eben schnell. So, wo lang müssen wir? Okay, einfach nur nach links. Kurz einige Lebenspunkte auffüllen. Da. Okay, hier jetzt gleich runter. Das war jetzt bewusst daneben. Das musste so sein. Okay. Hier lang. Jetzt hier runter. Und den Tisch da hoch bewegen. Und als Schlange weitergehen. Okay. Ich glaube, ich habe hier wieder was gefunden. Erstmal den Tisch hier hoch. So. Und jetzt als Schlange hier weiter. Und jetzt können wir hier rein. So, das war nur der erste Streich. Denn jetzt, wo wir hier raus sind, können wir den Tisch nämlich hier unten hin bewegen. So. Perfekt. Den Tisch hier. Hier rüber. So. Und roll. Roll. Okay. Das ist zwar jetzt nicht das Stück, was wir eigentlich haben wollten. Aber das macht nix. Denn wir können jetzt nämlich diesen Tisch einnehmen. Und diesen Tisch einfach hier hochtragen.
ploppt und durch die Tür geht. Und hier haben wir wieder eine Trüffel. Hoppla. Na, nö. Ich glaube... Na, ne, das sind Bombentrüffel. Ganz toll. Okay. Während ich das gelöst habe, hat Whitebird den Plan. Okay, Whitebird, du bist dran. Sag mir, wie geht's voran? Ah, wahrscheinlich tippt er noch. Dann, okay. Life Points habe ich genug. Kommen wir durch? Nö. Kommen wir hier weiter? Ah, wir könnten hier hoch. Hopp. Ja. Nee. Ja, Badewanne. Ich erinnere mich an die Badewanne. Nein! Das ist ein Joke, oder? Das ist ja wohl ein richtig dreister Scherz. An dieser Stelle. Probieren wir es doch mal. Wie lange geht's hier? Ich glaube, hier geht's am schnellsten rüber. Ernsthaft, wie soll man auf so einen Mist kommen? Ach nee, die Badewanne war, glaube ich, noch ein bisschen weiter oben. Wirklich, durch alle Möglichkeiten. Oh, ist das ein Scherz. Das ist echt ein Joke. Wirklich ein riesengroßer Joke hier an dieser Stelle. Finde ich. Wo kam der andere Geist gerade her? Wow, ich dachte gerade, was geht denn hier jetzt ab? Toll. Ja, das ist zwar alles schön und gut, aber... Das hilft uns mit diesem komischen Monster nicht weiter. Ich dachte, dass ich hier noch irgendwas finde, womit ich dieses eine Monster besiegen kann. Weil ich meine, ich komme jetzt zwar... Ja, dass das ein Rätsel ist, das habe ich schon mitbekommen. Aber dieses Haus ist zu groß. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll.
laufe nochmal hier entlang. So. Genau, hier war die Aktion. Jetzt kommt's. Das ist so simpel. Passo Sola verlasse. Warte mal. Okay, das war's nicht. Okay. Also, auf jeden Fall sagt er irgendwas. Irgendwas mit meiner Sprache. Nein! Schlange! Okay, oder auch nicht. Irgendwas, womit ich die Sprache wechseln kann. Ich weiß nicht. Ich habe ja eigentlich nichts sonderlich. Schon wieder. Sag mal, hast du irgendwo eine Option, mit der man die Sprache wechseln kann? Das ist ein Joke, oder? Das ist... Okay, hätte ja klappen können. Okay, fast richtig, das ist gut. Salta. Geisterübersetzer. Ernsthaft? Ein Geisterübersetzer. Ich habe einen Geisterübersetzer in meinen Optionen. Verstehst du mich? Ich will mich vergewissern. Boah, zeig mir eine legendäre Kreatur, die am Himmel und Erde in Angst... Was? Du magst mich verstehen, aber trotzdem kannst du mir nicht das Wasser reichen. Verschwinde von hier. What? Ich habe gerade nicht mal mitgeschnitten, was er da eigentlich gerade von mir wollte. Okay, alles klar. Die im Wasser wie im Himmel das Fürchten lehrt. Irgendwie sowas. Yeah! So, verstehst du mich? Ich will mich vergewissern. Okay. Bauchkriechen, zeig mir mit geringeltem Schwanz. Gut. Jetzt ist es an der Zeit, Stärke zu zeigen. Und toter Zauberer. What the fuck? Ach, meine Güte. Hey. Ja, futter mal ein bisschen. Na ja, gut, okay. Ist natürlich klar, dass das jetzt hart wehtut. Und ich wette, mein blauer Freund ist jetzt sicherlich... ...nicht aufgeladen. Yeah.
okay, okay. Piu, 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 piu. Ja, das wird nix. Oh, auf den letzten Zentimeter. Okay, erstmal ein bisschen ausweichen. Also zum Thema ausweichen. Vor allem, da weiche ich aus. Oh, ich hasse diese fucking Äxte. Ich brauche noch mal ein paar Geister hier. Ah. Ah, okay. Das war ja doch gar nicht so schwer. Man muss nur erstmal schauen, was er hier eigentlich genau macht. Okay, alles klar. Nicht einfach nur blöd drauf losprügeln. Nee, nee. Ich muss jetzt mal ein bisschen konzentrierter hier dran. Denn das ist nämlich der Trick der Trickser. So, und jetzt. Ach komm. Ah! Diese ollen Flieger, Flugflap-Flap-Dingern auszuweichen, nervt richtig. Na los, hol dir die Geister. Hol dir doch bitte die Geister. Dankeschön. Damit die jetzt hier mies. Hoppa. Ja, komm, von unten kam noch einer. So, jetzt ist es an der Zeit, Schluss zu machen. Oh, wait a moment. Der hat ja mehr Lebenspunkte. Oh, fuck you. Ah.
mal, wie viele... Wie viel Kram hat er denn da noch? Woo! Oh, und jetzt flippt hier so ein hässlicher Geist mit den Dingern durch die Gegend. Ach, Moment! Als ob man hier irgendwie groß was hätte gegen machen können. So, da konnte man was gegen machen. Und nochmal. Hoppa. Ach, komm. Da hinten ist er. Und komm, gib ihm nochmal. Okay, was jetzt? Komm. Sag, dass es das war, dass ich zumindest meinen Lebenspunkt nochmal aufgefüllt bekomme oder sowas. Oh doch. Sehr gut. Wir machen hier wieder einen auf. Ja. So eine Nummer. Vor allem, ja, genau, das war so klar. Jetzt soll ich den gesamten Fight von vorne machen. Top, die Wette gilt. Oh. Komm. Du. Das ist so ein frecher Fight hier, ganz ehrlich. So, erstes haben wir. Und, okay, das kennen wir jetzt schon. Und nochmal.
Wupp. Ey, vor allem, wie mich dieser olle Drecksgeist auch noch die ganze Zeit davon abhält, hier vernünftig angreifen zu können. Keine Ahnung, wie ich das schon wieder geschafft habe. An dieser Stelle. Hochgepokert. Und once again. Aber sonst geht's noch an dieser Stelle. Komm, gib's ihm! Wir sind ein tolles Team. Diese böse Erscheinung hätte ich ohne dich nicht besiegen können. Ich bin froh, dass endlich etwas Nützliches für dich tun konnte. Sie scheint nicht hier zu sein. Dann werde ich mich wohl woanders umsehen müssen. Tschüss, Blauschopf. Bis dann. Was war das jetzt hier genau? Bones. Verpasse ich hier irgendwas? Also irgendwie gehe ich hier. Gibt es hier eine Ebene? Und hier gibt es noch eine Ebene. Und irgendwas an dieser Ebene ist anders als die andere Ebene. Muss das so sein? Meine Fresse. Okay, wir gehen jetzt hier einfach durch. Und hier ist ein Spiegel. Oha, Blauschopf. Wie hast du mich denn schon wieder hierhin zurückbeschworen? Das weiß ich nicht so genau, aber wenn du schon mal da bist, könntest du mir vielleicht nochmal helfen? Natürlich, für einen Freund doch immer. Ach ja, na klar. Ich sollte erstmal ins Esszimmer. Und sobald ich hier im Esszimmer war, sollte ich dann mit Le Duke widersprechen. Und genau das machen wir nochmal. Dann ist das hier wieder eine kleine Überlänge. Aber ganz ehrlich, das ist es wert. Ey, diese Puppe hat sich bewegt. Ich habe es ganz genau gesehen. Tolles Versteck, was? Hier deponiere ich alle Schätze, die ich auf meinen Weltreisen zusammenraffe. Wie ich die Geister beherrsche, ich meine, bewache Gebiet an. Okay, das heißt, hier ist doch noch irgendwas, was ich noch übersehen habe. Es zeigt mir auch an, dass ich da noch irgendwas habe. Naja, dann würde ich mal sagen...
Ich weiß nicht mal mehr, was wir hier genau suchen. Aber okay. Oh. Glückskeks. In der Spukvilla zu finden. Meister Eulius hatte ich gebeten, ihm den Keks wiederzubringen. Das ist der Gegenstand, der Meister Eulius so wichtig ist? Ein Keks? Ja, dann soll er ihn wohl haben. Boah. Endlich mal wieder raus aus der Geschichte. Und Teleport. Hey. Was soll denn das? Teleport. Geht doch. Dorf Eria. Puh. Und hier kann ich mich zumindest noch einmal richtig schön aufpumpen. Mit allen möglichen Dingen. Endlich mal. So. Ey. Flap, 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 flap. Ach ja, ganz vergessen. Hier nach oben müssen wir. Und da haben wir wieder die Musik von Wonderboy. Die nervigste Musik in der Videospielgeschichte. Ich habe nur einen Keks gefunden. Ist das der vermisste Gegenstand? Aber selbstverständlich. Ah, ich bin darauf gespannt, was darin steht. Nichts ist schöner, als einem Freund zu helfen. Wohl wahr. Mehr steht da nicht? Nur ein Stück Papier in einem mit einem langweiligen Spruch? Mehr braucht man doch nicht. Ich meine, ach, auf der Rückseite steht auch noch was. Willst du die drei großen Relikte finden, musst du an den Hüter des Sanktums denken. Siehst du, der Keks hat immer recht. Dann muss ich wohl mit demjenigen reden, der sich um das Sanktum in Lupia kümmert. Danke, Meister Eulius. Beeil dich, Jin. König Leonidas wird wahrscheinlich bald sein königliches Urteil über Naboo fällen. Vielleicht wird er in diesem Moment schon verhört. Wirklich? Dann sollte ich schnell gehen und dafür sorgen, dass man ihm nicht bald den Kopf abschlägt. Lieber Junge, ich fürchte, die Burg wird immer noch schwer bewacht. Du kannst nicht einfach durch das Haupttor marschieren, das ist zu gefährlich. Was soll ich also tun? Die dürfen meinem Onkel nicht wehtun. Befolge den Rat des Kekses und finde den Hüter des Sanktums. Die drei Relikte sind jetzt deine einzige Hoffnung. Und was sollen sie bewirken? Angeblich öffnen sie eine Geheimtür unter dem Sanktum, die es der königlichen Familie ermöglichen sollte, im Notfall zu fliehen. Wirklich? Dann sollte ich mir das mal ansehen. Danke für eure Hilfe, Meister Eulius. Yeah? I don't get it. Aber ist okay. Wir geben hier nochmal... Oh, ja, da war ja was. So. Hup, hup, hup. So, ich würde ganz gerne nochmal 5 Schätze aufgedeckt bekommen. So. Perfekt. So, auf die Art und Weise lässt sich doch hier noch einiges machen. Und ein Schatz ist sogar direkt hier vor mir aufgetaucht. Dafür muss ich lediglich hier einmal rüberspringen. Und hier runter. Genau. Hier unten anscheinend. Ach. Ich muss hier einmal die Stiefel wechseln. Hui! Mom. Ach,
als ob. Schmack, Schmack. Ah, ich sehe es jetzt. Hier ist was. Zum Grunzen lustig. Ein Kristall. Zum Aufwerten. Na, hat sich ja dann am Ende doch noch gelohnt irgendwie. Vor allem hier an der im Schloss sind natürlich unglaublich viele Secrets, die wir noch nicht entdeckt haben. Bounce. Nee. Ach, ich bin ja auch völlig bescheuert. Hopp, 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 hopp. Kann hier auch einfach hochfliegen. So. Und schon haben wir den Spaß. By the way, ich sollte hier vielleicht nochmal diesen Supertrank kaufen. Wenn wir schon hier sind. Und dann einmal nach Lupia teleportieren. So, und an dieser Stelle mache ich dann jetzt auch erstmal einen Cut. Und eine Pause. Danke fürs Zuschauen. Bis gleich. Oder bald. Oder so. Haha.